Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung, zu unserer neuen Kochsendung, Ihr Lieblingsgericht auf München TV. Was ist unser Konzept? Wir suchen Ihr Lieblingsgericht, und das kann jetzt sein der Kaiserschmarrn von der Paula oder der Sauerbrunn von der Oma oder irgendein Gericht, das Sie vielleicht im Urlaub kennengelernt haben, sagt, das muss ich unbedingt nachmachen. Und heute ist mein Gast der Kai Krüger. Servus, grüß dich. Alfons, meine Ehre, ein großer Freund. Stellen wir jetzt einmal ein bisschen vor. So, da seid ihr. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Kai Krüger. Wir sind hier auf Gut Möschenfeld. Das gehört zur Gemeinde Grasbrunn. Möschenfeld ist ein Weiler, der bis ins 8. Jahrhundert zurück datiert. Sein Stadtteil, ein Ortsteil. Und wir wohnen jetzt hier und sind hier geduldet auf Gut Möschenfeld. Kommt rein, darf ich euch reinbitten? Da sind wir schon gleich sozusagen in der guten Stube. Mein Beruf ist Journalist. Ich bin Texter in einer Werbeagentur, also nicht rein journalistisch tätig. Und habe seit 4 Jahren eine eigene Werbeagentur und betreue da diverse Münchner und überregionale Kunden. So, meine Hobbys sind da, das ist vielleicht nicht zu übersehen, so alt ist man. Meine Frau und ich fliegen Gleitschirm und ich spiele Tennis noch. Und das machen wir sehr aktiv. Ich bin Kapitän einer Herrenmannschaft. Jetzt kommen wir in die Küche. Wir wohnen ja nicht alleine hier. Darf ich meine liebe Frau vorstellen? So viel Zeit muss sein. Und meine Tochter. Hallo, Jesi. Hi. Das ist meine Tochter Cara und meine Frau Ilka. Ja, ich koche natürlich ganz gerne. Ich bin ein leidenschaftlicher Hobbykoch natürlich. So, und dann kommt jetzt die große Sendung mit Alfons Schubeck. Auf den freue ich mich ganz besonders, weil jeder, der gerne kocht, hat so seine Favoriten, mit denen er schon mal rübergeschaut hat. Und da ist Schubeck natürlich für einen Münchner das A und O. Bin sehr gespannt drauf. So, Kai, das haben wir gesehen. Super, jetzt backen wir's. Wie beginnst du dein Stubenküken? Ja, also wir haben jetzt ein Stubenküken. Und das sollten wir jetzt präparieren, bevor es in den Ofen kommt. Und da hätte ich jetzt folgende kleine Tipps, wie wir das machen. Nehmen wir mal ein scharfes Messer. Und auch ein Hackebeilchen, weil als allererstes würde ich, es sei denn, du hast eine andere Idee, die Flügel abhacken, vielleicht am Gelenk, das machen wir ruhig grob, weil die uns später im Ofen verbrennen würden. Ich hoffe, dass das Gericht schon gemacht. Ja. 2-3 Mal und einmal schon im Fernsehen gekocht. Ui, super. So. Du bist erfolgreich gewesen mit deinem Stubenküken. Jetzt erzähle ich dir die Geschichte. Es gibt in München einen Traditionsitaliener, bei dem wir ein bisschen der Stammgast sind. Und der hat diese Stubenküken auf der Speisekarte. Und immer, wenn wir hingehen, das ist nicht so oft, aber 2. Mal im Jahr esse ich immer die Stubenküken. Die haben sich schon kaputt gelacht. Wenn ich reinkam, fällt dem nichts anderes ein, als dass der wieder seinen Stubenküken bestellt. Wenn es dir schmeckt. Wenn es dir schmeckt. Da sind die Kellner schon gestanden, wenn sie mich gesehen haben, Stubenküken aus, mit Schildern. Dann kam der Tag, Alfons, dass meine Tochter mich in einer Fernsehsendung angemeldet hat. Das perfekte Dinner. Da fiel mir nichts anderes ein, als eben mein Leibgericht dort anzumelden, das Stubenküken zu kochen. Ich durfte da in diesem Italiener ein bisschen mitkochen, ein bisschen üben. Und ich kürze die Geschichte jetzt ab. Das perfekte Dinner habe ich gewonnen für München. Gratulation. So. Und jetzt, super. Jetzt sind wir hier bei dir. Und jetzt ist das haben die ihren dritten großen Auftritt im Leben. Also, ich habe die Flügel abgehackt. Jetzt würzen wir sie. Also, liebe Zuschauer, Sie müssen die Flügel natürlich nicht wegschmeißen. Sie können das als Fond nehmen, Sie können es aber ganz genauso gut mitbraten. Und dann kann man da auch ruhig, das schmeckt ja gut, das ist Hähnchenfleisch. Gell? Nicht roh. Naja, das kannst du mal probieren, schmeckt halt nicht so gut. Gell? Also für Vegetarier ist das jetzt gar nichts. Und jetzt zeigst du mir mal, was du da für Schnitte machst. Ich weiß nicht, der Stubenküken. Du kannst es vielleicht einmal ein bisschen erklären. Ja, genau. Stubenküken ist in der Stube, es ist ein kleines Händel, wie in Bayern dann sagen. Das ist ein kleines Händel, kommt eher aus der Hamburger Gegend. Ich setze jetzt hier links und rechts der Brust 2 Schnitte. Da kommen wir hier, weil das hier das massivste Fleisch ist, da kommen wir mit der Hitze dann auch ein bisschen rein, damit es gleichmäßig gart. Das machen wir hier genauso. So. Warum schneidest du die Brust jetzt ein? Ja. Weil die Brust ist ja am ehesten durch.
Naja, die brauchen aber am längsten. Ist na, es so? Na, na, die Keulen brauchen am längsten. Ich bin auch nur jemand, der... Schau her. Wir haben früher immer das Hähnchen nicht so reingeben, hinlegen und Pfirs auseinander, sondern wir haben das Händel früher so gegart im Ofen, weil die Keulen schützen die Brust. Dann sind die Keulen gleichfertig mit der Brust, denn die Brust ist meistens sehr, sehr trocken. Ja. Und das macht dann ein bisschen... Aber in dem Fall, wenn wir ein bisschen aufpassen, können wir es ruhig so reinlegen. Da müssen wir es einmal wenden, wenn wir es so machen, oder? Nein, du machst es jetzt genauso, wie es das du machst. Ich sage nur, was man machen also kann. Also ruhig großzügig salzen. Bisschen einmassieren, die Geschichte. So, und jetzt auch nicht erschrecken, bitte. Ich habe jetzt hier eine Gemüsebrühe, aber es ist keine aus dem Kaufhaus mit Glutamat oder mit irgendwelchen Hefeextrakten, sondern eine biologische aus dem Reformhaus. Also du gibst jetzt anstatt am Gewürz, gibst du jetzt diese... Geflügelbrühe, Gemüsebrühe drauf. Da sind 12 Liebstöckel bis Petersil verarbeitet, aber eben nicht mit Geschmacksverstärker. Mhm. Das tut der Haut nachher wunderbar gut und es schmeckt knusprig, lecker, würzig. So, was tun wir, wie füllen wir die Vögel? Lass es jetzt ein bisschen liegen, nimmst es gleich her, schiebst es gleich in den Ofen, machst es einen Tag vorher. Also Knoblauch gibst du jetzt da rein, wahrscheinlich des Geschmackes wegen. Jawohl. Also, ich tue mal den Rosmarin rein. Der Rosmarin ist ein Gewürz, das die alten Griechen vor 2.500 Jahren den Studenten ins Haar geflochten haben, damit man sich Erlerntes besser merken kann. Und wenn jemand gestorben ist, dann hat man aus Respekt und Dankbarkeit am Bund Rosmarin ins Grab geworfen, damit man sich an ihn erinnern kann. Und heute weiß man, dass der Rosmarin die Carnosolsäure hat und die bewirkt tatsächlich, dass sie sich Erlerntes besser merken können und dass die Fettaufnahme im Darm geregelt ist. Das zum Rosmarin. Außerdem riecht er gut. Wunderbar, wenn er frisch ist. Dann tun wir noch einen Zweigang rein. In den zweiten Vogel. Und jetzt wäre es das schon gewesen. Wir können jetzt die beiden... Bei wie viel Grad gibt es jetzt in den Ofen rein? Würde ich sie bei 100, je nach Größe, die variieren auch ein bisschen in der Größe, diesen würde ich bei 35 Minuten oder für 35 Minuten bei 140 Grad in den Ofen tun. Ja, und das machen wir mal. Nachher zerlegen wir es, aber jetzt tun wir es in den Ofen. Okay, dann machen wir das. Auf geht's, ab in den Ofen. Ab in den Ofen. So, oder? So, jetzt Kartoffeln. Ja, die setzen wir jetzt an. Da habe ich mir auch was einfallen lassen. Wir nehmen Grenaille-Kartoffeln. Das sind nichts anderes als, wie man hier kennt, Drillinge, aber eben aus Frankreich, oder? Mhm. Ist das richtig? Ja, ja. Grenaille heißt es. Und die möchte ich mit kleinen Schnitten zu einer Hasselback-Kartoffel. Also, wer das nicht weiß, das ist überhaupt kein Problem. Diese Kartoffel kommt aus Schweden. Die hat ein Küchenchef damals in einem Restaurant, das Hasselback geheißen hat, hat der die Kartoffel so angeschnitten, dann in Wasser gegart und dann hat er es nochmal gratiniert. Und das machen wir jetzt. Oder? Und der Trick mit dem Löffel ist ganz gut, weil dann schneidet er die Kartoffel jetzt nicht ganz durch, sondern er schneidet sich nur an. Aber wenn ich so machen würde, würde ich vielleicht zu tief kommen. Ja. Aber machst das natürlich aus dem Handgelenk. Nein. Du machst das aus dem Handgelenk. Ich mache nicht aus dem Handgelenk. Ich brauche den Löffel. Ja, ich auch. Aber wir geben ihn noch nicht ab. Noch geben wir den Löffel nicht ab. So, jetzt machen wir uns mal die... Das machen wir jetzt fertig. Geben es dann ins Wasser rein. Und wir sehen uns gleich wieder. Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Also unser Stubenküken war jetzt 35 Minuten bei 140 Grad im Ofen. Kai, holen wir es raus? Holen wir es raus. Auf geht's. Oh, was hast du denn da? Das ist ja winzig. Raus. So. Sehr gut. Schaut her. So, jetzt sind die natürlich noch verhältnismäßig, sagen wir mal, noch nicht gebräunt. Auf Bayerisch hat man so ein Kasweiß, ja. Und jetzt teilen wir es, oder du tust es jetzt Brüstel raus und Keulen, dann kommen sie wieder auf ein Blech und dann werden wir es grillen. Jetzt werden wir es erst einmal teilen. Ja, das wäre mein Vorschlag. Verbrenne dich nicht, Alfons. Ja, deswegen schaue ich, ob da ein Lappen irgendwo da ist. So. Vielleicht gibst du mir da auch noch einen Tipp. Ich würde jetzt die beiden, nämlich ein größeres Messer. Wie viele Messer braucht man eigentlich in einem Haushalt? Ja, ich glaube, drei gescheite. Drei gescheite reichen. Ein kleines, ein mittleres. Eins ist ein bisschen biegt und mit einem, wo man gescheit schneiden kann. So, schau her.
Kannst du es ja da drauf? Nehmen wir vielleicht. Ja, da haben wir. Wir hätten da aber Blech hergelegt. Dann nehmen wir das her. Warte, schaut schöner aus. Tun wir das zur Seite, aber nicht verbrennen. Nein, da gehen wir jetzt so drauf. So, so da, ja, gehen wir jetzt, so, okay. Da gehen wir drauf und dann so. Schieben wir es rein. Also, jetzt beeilen wir uns. Die beiden Keulen. Schau her, weil die Keulen sind nur verhältnismäßig saftig, kann man sagen. Ja. Schau her. Dass es nicht zu roh ist. Also, wenn Sie es anschneiden, schauen Sie, dass Ihnen kein Blut mehr raustropft. Denn jetzt wird es ja nur noch gratiniert. So, Alfons, wie kriege ich die am saubersten raus? Wichtig ist, dass mir die Haut auch sozusagen ein bisschen erhalten bleibt. Das ist hier das schon mal nicht so toll, den lege ich hier wieder drauf. Ja, die kannst du wieder. Aber schön, dass das, weil das ist ja das, was man an einem Händel so schätzt, ist die Haut. Beim Händel kannst du eigentlich nur noch die Haut essen, ne? Wie bei der Peking-Ente, da isst man auch noch die Haut. Ah, als ersten Gang. Jetzt, ja. Hast du lieber Zeit? Ja, dass das nicht kaputt ist. Also die Brust ist schön saftig noch. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut. Man sieht aber hier am Knochen, dass wenn man es fertig garen würde am Stück, dann wird es noch ein bisschen brauchen. Aber wir gratinieren es ja und dann zieht es noch mal ein bisschen nach. Die Karkasse legen wir zur Seite. Genau. Da können wir noch was Gutes draus machen. Suppe. Sag mal. Ansetzen zur Suppe. Bei diesem besagten Italiener, der mir auf die Sprünge geholfen hat, ja. Der hat die Brust mit einem Löffel abgetragen. Ja, kannst du ja machen. Das, so macht man es im Service. Also früher wurde das ja tranchiert. Mit dem Löffel. Und dann fahrt und ist der Service mit dem Löffel reingegangen und hat das rausgeschabt, kann man sagen. Ja. War tatsächlich so. Aber da das heute ja nicht mehr so der Fall ist, schau her, das hat er dann mit dem Löffel so rausgezogen. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen sauberer, als wie ich das jetzt mache. Ja, zumindest hat der die Haut noch dran. Ja, ich schon wieder nicht. Nicht so. So, mach, hilf mir mal ein bisschen. Na, das geht schon, geht schon, geht schon. Ich habe ja gesagt, lass dir ein bisschen Zeit. Pressiert gar nicht. Sieht nicht, gut. Weil wenn wir da jetzt drauf knallen, dann zieht uns die Brust zu stark durch. So, oder? Und jetzt die haben letzte gleich. Brust. Jawohl. Ist gleich vorbei. Ein bisschen heiß ist noch. Ja. Ja, ist live. Ist das Wesen? Es ist so, wie es ist. Nein, das passt doch. Das. Also du hast es, um das sehr nett auszudrücken, sehr großzügig ausgelöst. Das heißt, wir könnten jetzt diese Karkasse noch mal ansetzen, dann kriegen wir eine wunderschöne Suppe draus. Aber jetzt tun wir es im Moment zur Seite. Oder ja, recht. Man fieselt es ab. Das Abfieseln ist eigentlich das Schönere da. So, ich bin gerade dabei. Da magst du eigentlich das gar nicht mehr, weil du immer da wieder rumziehst und da rumbeckst und so. Das ist eigentlich das Schöne in Bayern, gell? Richtig abfieseln. So, also, das heben wir uns jetzt auf. Jetzt haben wir das in den Ofen rein. Das wollen wir tun. 160 Grad grillen. Wir haben schon, ich habe schon eingeschaltet auf 160 Grad. Da müssen wir, Alfons, da müssen wir Obacht geben, damit wir das passiert ganz schnell, dass es dunkel wird. Ja, dann schauen wir heute halt mal. Ja. Wir sind, mit einem Auge im Grill. So, jetzt gehen wir zum Kartoffel. Da hast du was gemacht. Eingeschnitten, das haben wir schon gesehen, mit dem Löffel. Sehr guter Tipp übrigens. Dann gekocht. Und jetzt geht's los. Dass wir eine Butter klären. Okay. Da würden wir sie nachziehen lassen. Ich nehme mal auf ganzes Pfund. Echt gute Butter. Jetzt machst du was mit der Butter? Ich würde sie jetzt klären wollen. Ja. Das heißt, wir schmelzen sie auf einer hohen Stufe. Und dann setzt sich, wie man sieht, doch immer so eine weiße Schicht oben ab. Ja, es ist so. Wenn man eine geklärte Butter macht, ja, dann heißt, dass das Eiweiß runterkommt, dann ist sie geklärt. Deswegen ist aber immer noch Wasser in der Butter. Die Butter hat bis zu 20% Wasser, das heißt, die spritzt dann immer so. Und wenn Sie Ghee machen, das haben Sie sicher schon mal gehört, was die Inder ja machen, dann lässt man diese Butter ungefähr 2 Stunden ganz langsam auf Stufe 2 so vor sich hinsimmern. Das blubbert dann, da kommt dieses Eiweiß nach oben. Das fällt dann wieder nach unten, bräunt und dann kommt es noch mal rauf und dann sieht man, dass es so einen wunderschönen, also wie so einen gefrorenen Spiegel hat, der leicht gelb ist, der dann karamellisiert ist. Und dann gießt du das ab und dann könntest du, wenn es passiert ist, dieses Ghee 1 Jahr im Kühlschrank halten oder 1 Monat herausstehen lassen, da passiert nichts mehr. Und der wesentliche Vorteil ist, man kann es dann zum Anbraten verwenden, was die Inder ja machen, weil das Eiweiß und das Wasser aus der Butter heraus ist. Und das Eiweiß ist das, was riecht eigentlich. Ja? Und wenn es weg ist, dann kannst du es als Butterschmalz hernehmen. So, jetzt siehst du hier bei deiner Butter, dass dort sich diese das ist ja Eiweiß, was da kommt. Gell? Ja.
So, und das würde ich nachher das gerne. Erwärmt, das tust du weg, weil du ja hier das nochmal anbrätst, richtig, oder? Ja, ich möchte dann die Kartoffeln gar ziehen lassen, nachher in der Butter, okay. Mit Knoblauch, mit Rosmarin, ein bisschen wunderbar, Salz. Wunderbar, aber du musst das Eiweiß rausbringen. Schau her, das machen wir und bitte nicht zu heiß, sonst verbrennt das Eiweiß und dann ist es auch nichts mehr. So ist es okay. Jetzt schau ich mal da noch. Geben wir acht. Und du schaust noch netterweise auf den... Ah, da ist noch alles Paletti. Ja, alles noch im... Das hat noch keinen Sonnenbrand. Zu hellen Bereich. Muss erst noch ein bisschen braun werden. So schaut's aus. So, lassen wir die Butter schmelzen. Der Vorteil ist jetzt an dieser Kartoffel, das müssen wir vielleicht unseren Zuschauern zeigen, dass da schön, wenn er die jetzt garen lässt, ja, dann schön ein bisschen krustig das wird und die Kartoffel eigentlich einen wunderbaren Geschmack kriegt. Gell? Und siehst du das, was jetzt so spritzt, ist das Wasser. Und die Molke. Die bräunt jetzt schon ein bisschen da drinnen. Da müssen wir aufpassen, ja, nicht zu fest. Geht ein bisschen niedriger. Denn sonst ist es verbrannt und es ist bitter. Aber ansonsten schaut es schon ganz gut aus. Schaut gut aus, ja, spritzt das Wasser. Fieselt jetzt einmal an dem Händel ein bisschen rum, an diesem Brüstel. Ja, wer macht das nicht gern? Also das ist erlaubt. Ja, danke. Gut. So, also. Du konntest jetzt Folgendes machen. Du könntest das dann abpassieren durch ein Sieb. Also ich nehme mal so ein Wischon-Wegpapier, lass es durchlaufen, dann bleibt praktisch die Molke hängen und dann kannst du es da drauf geben und weiterverarbeiten. Okay. Aber du magst es so, wie du es immer machst. Nein, ich bin ja dankbar für die Tipps. Du hast mir schon so viel. Ist, ja. Schau mal. Also jetzt fange ich an, würde ich diesen weißen. Ja, aber das würde ich in ein Sieb machen. Ja. Da zählst du ja die kleinen weißen Partikelchen. Okay. Aber wenn dir das so reicht, schau her, da unten siehst du das. Ja, das setzt sich auch unten. Ja. Siehst du, das ist immer im Wasser, was da kommt. Haben wir denn ein Sieb, ja. Und jetzt passieren wir das durch. Also wenn wir es ganz fein haben will, gibt man so ein Wisch- und Wegtuch rein, lass es dann durchlaufen und dann bleibt alles in dem Tuch hängen. Jawohl, sehr gut. Und nein damit. Und dann guck mal hier schon mal den Rest, den kann ich schon gleich drin lassen. Sehr gut, sehr gut. Jetzt, oder? Fein, ja. Gut so. Und jetzt geht's weiter. So, da lassen wir jetzt die Kartoffeln, die fast gar sind, aber noch nicht ganz, die lassen wir hier nachziehen. Die nehmen jetzt durch diesen Schnitt wunderbar von der Butter etwas den Geschmack auf, an, das schmeckt sicher sehr gut. An. Ja. Und wenn sie ein bisschen braun werden, macht es auch nicht. So, die ist schon aufgegangen. Jetzt tun wir da einen schönen Strauch dazu. Zwei. Knoblauch hast du auch noch da. Anrichten. Ein Knoblauch brauchen wir. Ist auch noch da. So, den schneiden wir uns. Sollen wir den anpressen? Ja, wie wir den haben wir? Wie es du magst? Ich möchte ihn tatsächlich schälen. Pass auf, dass du nicht verletzt. Okay. Sehr gut, ja. Und dann rein damit. Rein damit. Und dann lassen wir das langsam anbraten wahrscheinlich. Ich möchte ein paar Schiffchen. So, sehr gut. Wunderbar. Würde schon reichen. Also beim Knoblauch ist es ja so, der Knoblauch hat, wenn man so reingibt, hat er medizinisch keine Wirkung. Wenn Sie ihn jetzt nehmen an, er ist geschält und du schneidest ihn an, der hat hunderte von kleinen Trennwände, der Knoblauch hat 600 Schwefelverbindungen, jetzt kommt der Sauerstoff, jetzt geht's los. Ja? Und beim Knoblauch ist es so, der hat Vitamin C, B1, B2, B3, B6, er hat Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen, Zink und Selen. Und beim Selen muss ich sagen, wir haben ja in unseren Böden gibt es ja kaum noch Selen. Aber wenn Sie eine Paranuss am Tag essen, decken Sie den Selenbedarf zu 100%. Also so einfach. Paranüsse, das sind die, die man kaum knacken kann. Die Paranüsse, die sind so. Oder nein, die sind andere. Die Paranüsse, die sind so. Das ist so kleine, so leicht verbogen. Schwer in der Schale. Ja, aber die gibt es ja auch ohne Schale. So, ich würde das noch ein bisschen salzen jetzt. Ja. Mit einem Fleur de Sel. Durchaus großzügig, so. Und jetzt lasse ich es nachgaren, indem ich es so. Das lassen wir halt vor sich hin brutzeln, ganz langsam, dass nicht, die schön braun werden. Da muss nicht mehr viel passieren, aber die... Das machen wir jetzt und wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner.
Unser Gericht heißt ja Stubenküken mit Hasselbeck-Kartoffel und einer karamellisierten Geflügelleber. Und die machen wir jetzt. Machen wir jetzt. Gell? Also, die hast du schon ein bisschen hergeputzt. Also, schau, dass diese Äderchen da rauskommen. Jetzt wird es mehliert. So wie man es ausschaut, ist es doppelgriffiges Mehl. Das ist die Vorstufe zu der 405er Ausmalung. Wenn Sie mal Spätzle machen, zum Beispiel, ist das super. Ja, da gewinnen Sie den Wettbewerb von Haus aus. Brauchen Sie gar nicht antreten, dann sagen die, haben Sie schon gewonnen. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. So, jetzt werden wir das langsam anbraten. In Butter hast du das gemacht. Gell? Ja. Hier sieht man deine Hasselbeck-Kartoffel, wie die langsam vor sich hinschmoren. Heißer dürfen wir es nicht machen, weil sonst wird der Knoblauch bitter, wenn er zu braun ist. Gell? Aber ansonsten schaut das schon sehr, sehr gut aus. Jetzt karamellisieren wir uns die Leber. Das müssen wir also erst braten. Und dann holen wir uns einmal in der Zwischenzeit, wenn die vor sich hinbrennt, einmal unsere Stubenküken. Jawohl, raus. Die sollten fertig sein in Schauen der Zwischenzeit. Schauen wir, ob du den Handschuh noch findest. Ja, pass auf, machen wir. So. Wunderbar. Stellen wir jetzt einfach da her. Können wir schon anrichten. Das müssen wir noch. So, die haben jetzt diese feine Hautkruste. Ja. So wie wir es wollen. Genau. Also, das heißt, da wo wir noch Haut haben, da haben wir es. Da ist auch schön braun geworden. Schön. So, das Brüstel, die Schlegel sind auch fertig. Die haben wir jetzt ein bisschen weg, dass es nicht so anklebt. Und jetzt. Die könnten wir eigentlich schon auf den Teller anrichten. Ich hole mal die Teller. Und dann legen wir mal los. Ich gebe schon mal so ein bisschen eine Keule drauf. Dann machen wir auch noch mal eine. Dann so ein Brüstel. Das geben wir da her. Genau, da kann man ein bisschen symmetrisch. Aber du kannst es ruhig anrichten, wunderbar. Weil es ist ja dein Gericht. Nein, ja. Du machst das bitte. Du hast eine gewisse Vorstellung. Nein. Ansonsten finde ich, hat das gut kann gemacht. Kann sich nur verbessern. Sehr vielen schön. Dank fürs Kompliment. Und jetzt aber erstmal müssen wir essen und probieren, ob es auch schmeckt. Bitte? Wir müssen auch schauen, ob es auch schmeckt. Ja, ja. Würzt du die Leber noch? Oder ja, die würde ich jetzt leicht salzen. Ich mache jetzt hier so schmale Schnitte. Schau her. Ja. So, dann legen wir das an Kartoffel hier. Da kommt ein bisschen Salz. Und jetzt kommt der Clou. Alfons, fantastisch. Nein, du musst sagen, gibst du da jetzt noch Butter drüber? Oder ja, wie das wird in den Soßenspiegel, aber nicht auf das Hühnchen. Ja, das magst du. Weil die Hühnchen ich hoffe, es ist mal so angerichtet. Du bist jetzt der Küchenchef heute, so schaut's aus. Danke, dass ich das noch erleben darf. Ich bin ja nur dein... Meine Schnibbelhilfe. Ministrant. Ministrant. Jetzt bin ich nicht katholisch, du bist wahrscheinlich katholisch. Ich schon, ja. Ein Mensch ohne Glauben. Ja, das heißt ja nichts. Also, du hast jetzt gemacht Folgendes nochmal. Braunen Zucker. Ja. Grob. Leicht gesalzen, mal die Mischung, das kennt man auch von einem guten Karamell. Karamell mit Salz ist doch auch was Tolles. Gibt's im Eis. So, schaut her, jetzt werde ich diese braunen Zucker ein bisschen knusprig karamellisieren. Ja, da wird es schon ein bisschen dunkel, das soll so sein. Da gart die auch noch nach. So, und jetzt kommt die dann da drauf, ich gebe auch noch ein bisschen, ich mache es durchaus noch ein bisschen deutlicher. Und die legen wir als Deko. Jeder kriegt so 3-4 Schnitzel. Legst du jetzt drauf? Ja. Damit es auch so ausschaut, wie du das haben möchtest. Ja, schau her. Ja, genau, das haben wir schon mal nicht. Jawohl. Ja, das ist noch ein schönes Stück. Jetzt karamellisiere ich aber doch noch mal ein bisschen nach. So. So, da haben wir noch ein bisschen, wenn jetzt, du da noch Soße drauf machen möchtest. Ja, das machen wir unbedingt. Schau her, jetzt kommt ein bisschen Soßenspiegel. Den mache ich über die Kartoffeln, nicht übers Fleisch, weil wir so eine schöne knusprige Haut haben. Okay. Bisschen Knoblauch. Das ist nicht unbedingt ein Diätessen, nicht unbedingt, aber das wird sicher das Hühnerfleisch. Sehr gut schmecken. So. Das Hühnerfleisch reißt es wieder raus. Reißt raus. Und jetzt kriegt jeder noch einen schönen Zweigerl drüber. Oje, das ist ja hier. Das kann man sogar essen. Nicht nur für die Deko. Was fehlt noch? Eigentlich nichts. Wir drücken noch mal die Kartoffeln ein bisschen so zur Seite
dann fächert die sich auf. So. Schön. Und schau. Kann man gehen, oder? Eigentlich kann man so schicken. Wie sagen wir es bei euch? Wir schicken es. Dann über. So. Sehr gut. Bitte sehr. So, oder? Setzen wir uns mal da her. So. Und jetzt sage ich noch ein, was Abschließendes, was mir so gut gefällt, dass wir hier so, wenn man über 360 Grad spricht, wir haben ein bisschen was Knuspriges, wir haben was Weiches, wir haben was Süßes, wir haben was herzhaft Salziges. Diese 360 Grad, wie sagt man, Haptik und die Konsistenzen, die verschiedenen, dass die auf einem Teller vereint sind, ist meine Idee von einem guten, leckeren, bürgerlichen, durchaus ist ja nichts Hochkandideltes. Und jetzt würde ich sagen, sag probieren wir es einmal. Probieren wir es einmal. Erst stoßen wir mal an. Oh ja, ganz gerne. Kompliment. Vielen Dank. Lieber Alfred, ich habe zu danken. Danke. Also liebe Zuschauer, wie gesagt, trauen Sie sich, schicken Sie uns Ihr Lieblingsrezept. Wir freuen uns und vielleicht sehen wir uns dann und kochen miteinander. Also klar. Herzlichen Segen. Prost einmal. Eine große danke, Ehre, hast danke, mir viel danke. Beigebracht. Ja, und ich schenke dir jetzt ein Buch von mir. Über Kräuter und Gewürze, wenn du das haben möchtest. Ja, signieren wir jetzt auch gleich mal. Da schreibt der Künstler. Naja. Man kann es zwar nicht lesen, aber es schaut gut Lieben aus. Lieben Dank. Das schmeckt ja gut. Lass es schmecken. Danke. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.